wir sind nicht wie andere, dass wir keine Kommentare zulassen. Selbst wenn da jemand steht, Knallbaum 93, der Repetierer. Waren dann ordentlich Sauen drin im Treiben? Also bei uns waren gut Sauen da gewesen. Da sind, glaube ich, 30 Schuss ungefähr sind gefallen, ne? Das war so gerade großer Frischling. Wir sind aber so, dass wir ja mit Ross und Reiter, mit Namen und Gesichtern uns diesen Dialogen oder den Kritiken stellen und die auch beantworten, coram publicum. Morgen, Matthias. Was passiert denn heute? Heute ist Saisonfinale. Der Drückjagdsaison 2020-21. Wir wollen auch den Kanal weiterhin offen lassen und wollen die Kommentarfunktion nicht killen. Von also einer sehr massive, da bitten wir auch darum, doch einfach mal Ross und Reiter zu nennen, weil es gibt ja nichts Einfacheres, als im Internet mit irgendeinem Spitznamen sich zu äußern und zu sagen, es weiß keiner, wer ich bin und wir haben keine Lust und Laune, eine IP-Adresse zu verfolgen. Ja, Waldmann Thaler an die Fans von K&K Premiumjagd. Heute mal eine kleine Premiere. Heute steht der Kameramann mal vor der Linse. Ich melde mich vom Ende der Welt auf der Insel Rügen, da stehe ich. Und heute geht es um den Millionendeal mit Krieghoff. Auf der anderen Seite der Leitung, da wartet jetzt der Kai-Uwe Kühl auf euch. Den begrüße ich jetzt recht herzlich in diesem Video. Kai-Uwe, wie sieht's denn aus? Ist das Geld schon überwiesen? Ja, lieber Matthias, du und auch viele andere werden mich jetzt für lange Zeit zum letzten Mal sehen, hier vor der Kamera. Also ich habe mehrmals Rehwild verpasst. Die Millionen von Krieghoff sind gestern auf unserem Konto eingegangen. Sie werden natürlich gut angelegt und auch ausgeschüttet. Wir schließen unser Büro jetzt sicherlich bis Mai und legen erstmal die Füße hoch. Spaß beiseite. Ich hoffe natürlich, ihr verzeiht uns unseren kleinen, provokanten Einstieg in dieses Video. Es hat aber Gründe, warum wir das heute so machen. K&K Premiumjagd ist ja ein frei verfügbarer YouTube-Kanal. Der K&K YouTube-Kanal lebt natürlich auch von Kritik und von Hinweisen. Kai-Uwe, wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn der Nächste schreibt, wir haben den Millionendeal mit Leica eingetütet? Wir nehmen das natürlich erstmal zur Kenntnis, weil wahrscheinlich der eine oder andere Zuschauer nicht so ganz die Verhältnismäßigkeiten in unserer Branche kennt. Wir sind ja in einer absoluten Wirtschaftskrise im Moment. Unsere gesamte Jagdbranche, und das betrifft ja nicht nur den Jagdtourismus, das betrifft die Hersteller von Waffen, Munition, Ausrüstung, Optik, Bekleidung. Ja, das Problem, was wir jetzt natürlich heute haben, die Herausforderung für die Hundeleute, ist, dass durch den Schnee die Sauen natürlich im Dickicht sitzen, in den Rauschen, ja, und die Hunde müssen drankommen und Witterung kriegen, um überhaupt Wild in Gang zu bekommen. Wir haben in dem Sinne alle kein Weihnachtsgeschäft gehabt, auch wir. Haben ja gewaltige Einbrüche gehabt nach März. Ich glaube, es war der 18. oder 20. März, als der Lockdown uns erreichte und wir waren die letzte Gruppe, die in Südafrika war. Ist unser Auslandsgeschäft auch komplett weggebrochen auf die Südhalbkugel und es gab ja dann auch die Lockdowns in Ungarn. Es kamen die anderen osteuropäischen Länder hinzu und Schottland. Ja, und all die, die jetzt meinen, wir leben hier alle, unsere gesamte Branche im gelobten Land, die haben eine kollektive Bewusstseinsstörung, ich sage das mal so. Unserer Branche geht es nicht gut, wir kommen da auch nur gemeinsam durch und müssen Kreativität an den Tag legen und auch Lösungen. Die kommen heute alle zum Einsatz? Ja, alle. Wir tauschen heute durch und bei dem Schnee, bei zwei Treiben ist ganz gut. Wir haben jetzt heute 17 Hunde mit und von daher hoffentlich sind noch ein paar Sauen da. Nur ist es ja so, dass die K&K YouTube-Filme eine eigene Handschrift haben. Warum ist es für dich so wichtig, Kai-Uwe, immer über den Tellerrand zu schauen? Ja, Matthias, wir bei K&K sind jetzt keine reine Plattform, die sich nur mit jagdlichen Szenen beschäftigt. Möglicherweise in 10 Sekunden 5 Sauen schießen. Das ist nicht unser Format. Jeder hat sein eigenes Format. Die Jagd natürlich ein Damoklesschwert über sich hat. Und zwar nicht nur eins, sondern eine Menge. Und wir müssen immer mehr für die Jagd kämpfen, dafür einstehen. Die Jagd ist ein kulturelles Gut. Sie sollte ja auch sogar schon mal zum Weltkulturerbe erklärt werden. Aber dafür muss man eine Menge sich bemühen, damit das erreicht wird. Wir haben riesen Dinge zu bewerkstelligen. Wie gesagt, dieses neue Bundesjagdgesetz, wo sich etliche Interessensgemeinschaften jetzt auch schon auflehnen. Und da müssen wir Jäger auch in einer Stimme sprechen. Ob das jetzt das Netzwerk ist, Wald mit Wild. Ob es die Gesellschaft für Wildtier
und Jagdforschung ist. Ob es die gemeinsame Stellungnahme des Bayerischen Jagdverbandes mit dem CIC ist und anderen jagdnahen Organisationen. Die Jagd unterliegt wirklich gewaltigen Gefährdungen. Jetzt kommt natürlich im Operativen hinzu, dass wir seit Jahren eine Dürre in Deutschland haben, dass wir einen Fichtensterben haben, Borkenkäferkalamitäten. Und in manchen Regionen sicherlich auch nicht angepasste Wildbestände. Da müssen wir sicherlich nacharbeiten. Wir sind als Jäger auch verpflichtet, die Lebensräume unserer Wildtiere zu verbessern und den Lebensraum zu erhalten. Ich sage auch immer, bin der Letzte, der jetzt über die Forstpartie richtet und sagt, Mensch Leute, ihr habt alles falsch gemacht. Oben schlägt unten bei der Forstpartie. Und wenn ein Minister und sein Staatssekretär, der vielleicht auch ideologische Interessen vertritt, Dinge durchsteuert, dann muss das eben halt umgesetzt werden. So ist das in unserem Land. Das mag auf der Ortsebene fachlich ganz anders gesehen werden, aber es muss umgesetzt werden. Und wenn jetzt die letzte Thematik die ist, dass wir sagen, wir kriegen Wälder nur hoch, wenn sie kein Wild beinhalten, dann ist das sicherlich ziemlich schwarz-weiß gemalt, aber es wird so praktiziert. Ich selber rege mich immer auf, wenn vom Rotwild nur noch von den Roten gesprochen wird, wie so ein Schädling. Für mich hat der Begriff der Waldgerechtigkeit einen hohen Stellenwert. Das müssen wir auch weiterhin praktizieren. Wir driften natürlich ab, weil wir eine völlig inhomogene Masse sind, wir Jäger. Wir kriegen sie nicht harmonisiert, weil jeder sich selber der Nächste ist. Und die Themen wie Bundesjagdgesetz, die Thematik Waldbau, Erhalt der Jagd als kulturelles Erbe, wir haben die Thematik ASP, wir haben die Thematik Wolf vor der Brust. Und das in einem Bundestagswahljahr. Hier müssen wir viel stärker klare Kante zeigen, denn es nützt uns nichts, wenn wir dieses alles mit uns machen lassen. Dann wird es den Kanal K&K Premiumjagd oder überhaupt die Möglichkeit, in Deutschland zu jagen, so wie es sich eigentlich gehört, auf Dauer nicht mehr geben. Nur ist es ja so, dass nicht immer gleich alles funktioniert. Das wissen die, die da draußen Jagdfilme drehen, genauso gut wie ich. Manchmal ist es halt einfach so, dass man vielleicht einen Tag erwischt, wo man halt einfach keine Szenen in den Kasten bekommt. Ich hätte zum Beispiel jetzt bei der Abschlussveranstaltung in Sachsen-Anhalt lieber mit dir mitgehen sollen, Kai-Uwe. Du hast 3 Rehe und 2 Sauen gestreckt. Im ersten Treiben bin ich ja mit Jan mit. Da hatten wir auch sehr viel Anlauf. Allerdings hatten wir eine Kanzel, die sehr eng gebaut war. Also die Sauen, wir haben jetzt 5 Stück gehabt. Aber alle so schnell über die Schneisen drüber. Unfassbar. Du hörst die nicht. Die sind einfach da drüber weg. Keine Chance. Und dann in den Fenstern hier. Ist es deiner Meinung nach auf einer Drückjagd eigentlich immer sinnvoll, auf offene Drückjagdstände zu setzen? Ja, also eines ist Fakt, bei professionell durchgeführten Bewegungsjagden ist es sicherlich richtig, dass die Infrastruktur passt. Das können offene Scherenleitern sein, das können aber auch Drückjagdböcke sein, die Möglichkeit ermöglichen, je nachdem, wie groß das Schussfeld ist, aber maximal 360 Grad sich auf dem Stand drehen zu können und jagen zu können. Und da ist natürlich eine Drückjagdstruktur wichtig. Nicht alle Reviere sind darauf ausgelegt. Manche haben natürlich auch im Frühjahr und im Sommer und Herbst noch Ansitzjagden. Deswegen gibt es auch Kanzeln geschlossene. Miep. Nicht geschlossene, aber zumindest Kanzeln mit Dach, wo man nicht aufrecht stehen kann. Deswegen sitzen auf diesen Ständen meistens auch nicht unsere Kunden, sondern wenn dann überhaupt unsere Mitarbeiter, weil die eben noch sehr, sehr gelenkig sind und auch dann möglicherweise Chancen verwerten. Wir haben noch ein bisschen Schweiß gefunden. Im Schnee sieht man sowas natürlich extrem gut. Ja, wir haben es jetzt verbrochen. Bei der Sau noch haben wir es gesehen. Wir geben jetzt Bescheid unserem Ansteller und dann sollen die das nachsuchen. Aber zumindest wenn das Nachsuchengespann hier vorne rauskommt, können wir ein paar Infos geben, dass wir die Sache schnellstmöglich beenden können. Und zum Schluss war noch ein Schuss. Ich bin noch in der Hoffnung, dass es eventuell die Sau war. Guck mal, vielleicht kriegen wir ein paar Infos jetzt gleich raus. Max dagegen, der 2 Stände weitergesessen hat, hat 2 Sauen gestreckt. Diese hatten aber Räude. Was sagst denn du dazu? Wenn auf so einer Jagd jetzt ein Stück Schwarzwild geschossen wird, wo sich herausstellt, oder 2 sogar, dass die Räude hatten, dann ist das natürlich ein großes Glück. Ich weiß, um welche Rotte es sich handelte, weil die auch bei mir durchzog. Ich habe allerdings da 2 Stücke rausgeschossen, die gesund schienen. Bei Maximilian kamen dann eben weitere Stücke an und 2 hatten den Verdacht auf Räude. Das spricht eben dafür, dass wir gut abgestellt hatten und das Wild so gekommen ist, wie wir uns das dachten. Und wenn dann 2 kranke Stücke dort erlegt werden, umso besser. Das muss natürlich jetzt fokussiert beobachtet werden, auch den Veterinären mitgeteilt werden, dass wir solche Stücke gefunden haben, um zu sehen, ob sich die Räude beim Schwarzwild, was ja sehr große Strecken überbrückt, auch ausbreitet. Also so gesehen ist das alles sehr gut gelaufen. Ja, Kai-Uwe, was denkst du? Hier liegt der erste Tag Schnee. Wo ziehen die Sauen dann eher? Ziehen die über die Freifläche oder ziehen die eher durch den Bestand? Was sagt denn unser erfahrener Schneemann von K&K? Ich gehe davon aus, dass sie, wie jetzt auf dieser Jagd geschehen, durch den Bestand ziehen.
cool. Dann stehen wir wohl am besten wieder in den Stand. Das wird so sein, auch für den Jäger aus Bad Schussenried. Auch der wird in dem Bestand stehen. Wir wissen ja noch nicht, was liegt. Ja, also ich habe mich heute an einen Stand gesetzt, wo wir normalerweise keinen hinsetzen. Direkt neben die Landstraße nach Behnsdorf. Ja, und da konnte ich eben Frischling schießen, Überläufer und ein Stück Rehwild, die sich zwischen mir und der Landstraße durchmogelten. Habe ich nie mit gerechnet, aber sie kamen heute beim Schnee so leise und plötzlich waren sie da, keine Hunde hinter. Und bei so einem Wegekreuz hast du es natürlich nicht einfach. Ich habe auch mehrmals Rehwild verpasst, weil ich in die falsche Richtung geschaut habe. Das ist leider so, und aber der liebe Gott verwöhnt uns heute für dieses wahnsinnige Corona-Jagdjahr. Für uns endet heute die Drückjagdsaison. Bei solchem Kaiserwetter, natürlich widrigsten Witterungsverhältnissen. Autofahren, haben wir ja gemerkt, ist nicht einfach. Ich saß im Graben, einer unserer Kunden saß mit seinem Auto im Graben. Nun ist es ja so, dass so eine Drückjagdveranstaltung auch immer eng an den Zeitplan gebunden ist. Nun hatten wir bei der Abschlussveranstaltung den Fakt, dass das Wetter natürlich einen wunderschönen weißen Märchenwald uns dahin gezaubert hat. Allerdings war es so, dass wir mit Zeitproblemen zu kämpfen hatten. Kriegt man eine halbe Stunde wieder raus, wenn man zu spät anfängt? Also wir hatten wirklich dieses Problem und da nehme ich mich ja nicht mit aus. Ich bin ja auch in den Graben gerutscht und stand dann da und wäre alleine trotz Allrad nicht rausgekommen. Und so ist es, glaube ich, eine Handvoll anderer auch gegangen. Wenn man eine Jagd plant, muss man gewisse Unwägbarkeiten mit einkalkulieren. Wenn nach dem ersten Treiben die Wildbergung etwas länger dauert und die Teams im Wald sind, möglicherweise Wege versperren oder wenn sich Nachsuchen verzögern. So etwas muss man grundsätzlich mit einplanen, dass das nicht nahtlos ineinander übergeht. Und das haben wir auch gut geschafft. Wir haben ja dann noch bis 16 Uhr gejagt am Samstag und haben damit die Jagd um eine Stunde verlängert. So Leute, jetzt sind wir wieder beim technischen Part in diesem Video angekommen. Wir hatten ja bei der Abschlussveranstaltung in Flechting, Sachsen-Anhalt auch wieder Krieghoff am Start. Und wir haben ja in den letzten Videos die klassischen Büchsen in den Fokus gerückt. Nur ist es aber so, dass von Krieghoff gibt es ja auch noch die Semprio, was ein Inline-Repetierer ist. Aus deiner Sicht gesprochen, Kai-Uwe, was sind die Vor-, was sind die Nachteile der jeweiligen Systeme? Also mein lieber Matthias, ich bin ja nicht ein Fachjournalist, wie die einschlägig Bekannten, die für die Printmedien schreiben und Waffen hoch und runter beurteilen. Vom Abzugsgewicht, vom Repetiervorgang, von der Präzision und. Das liegt mir fern. Ich bin Praktiker. Ich führe nahezu alle Waffensysteme, außer ein Halbautomat. Aber ich habe einen Inline-Repetierer. Ich habe klassische Repetierbüchsen mit dem 98er-System. Ich habe die Klassiker, der bekannt, wie es jeder weiß, von Manli Schönauer und Sauer 90 als großer Fan und habe aber auch Kipplaufwaffen wie Doppelbüchsen oder ein Doppelbüchs-Drilling. Es kommt bei mir auch immer auf die Jagd an, was ich nehme. Eine Waffe suggeriert auch dem Betrachter eine Einstellung zur Jagd. Ich kann natürlich aufgerüstet, ohne das verurteilen zu wollen, weil das Elend beginnt ja meistens hinterm Schaft, aber ich kann natürlich auch mit einem Halbautomaten, mit Camouflageschaft, Schalldämpfer, Wärmebildkamera auf den Hochsitz gehen oder ich gehe klassisch mit einer Doppelbüchse. Ich kenne etliche Kunden und auch befreundete Jäger, die mit einer Doppelbüchse unwesentlich langsamer sind als manche mit dem Repetierer. Und ich sage ja auch, der erste oder zweite Schuss zählt. Und ich habe Situationen auf Jagden, wo ich mit der Doppelbüchse glücklich bin ich an dem Tag mit der Doppelbüchse zwei Frischlinge aus einer Rotte schieße, dann ist das doch ein gelungener Jagdtag. Ich selber habe ja nicht den Anspruch, eine ganze Rotte von hinten nach vorne auszumerzen. Das wird manchmal durch die Werbung suggeriert, jetzt gilt's und nach dem Motto, jetzt mit dem Gewehr schaffst du es dann eben so und so viel Sauen zu schießen. Und ich bin dann immer verwundert, das hört man ja auch an den Schüssen, wenn dann aufgerüstet wird von den Magazinen her, vom 2-Schuss auf ein 5- oder 10-Schuss-Magazin, man kriegt ja vieles mit. Das ist aber die Wesensschwäche mancher, ja, die dann sich nicht an die Absprachen halten, sondern meinen, sie erhöhen dadurch die Chancen. Und die Vorteile, die sind bei allen Waffen gegeben. Und ich mache es auch abhängig von der Jagd. Ist es eine klassische Jagd im Landesforst, genauso vielseitig wie die Jagd ist, sind inzwischen unsere Waffen und das müssen wir einfach akzeptieren. Aber jeder, der zur Jagd geht, der muss sein Handwerkszeug kennen. Das sagte mal Sven Annawald, der Skispringer, du musst dein Zeug machen. Und ich sage immer, egal mit welcher Waffe man geht, man sollte sie weitgerecht einsetzen und man sollte die Waffe beherrschen. Und dann hat man auch Erfolg. Bei der vorletzten Veranstaltung haben wir ja die DIVIMA Wildmarke vorgestellt, die digitale Wildmarke. Was steckt eigentlich dahinter? Also die digitale Wildmarke haben wir ja jetzt in den letzten Wochen verstärkt im Einsatz gehabt.
Wir selber haben ja unser Dienstleistungsportfolio erweitert und organisieren und planen und führen Jagden durch von A bis Z. Die digitale Wildmarke ist ein digitales Hilfsmittel, um uns bei der Planung, bei der Durchführung und aber auch bei der bei der Abwicklung der Jagd zu unterstützen, um unsere Prozesse zu vereinfachen, um Fehler zu vermeiden, um Papierdokumente zu reduzieren, Schreibdokumente, um Zeit zu sparen, damit wir mehr Zeit für die Jagd und auch vielleicht hinterher für unsere Kunden haben. Sie unterstützt uns in vielfältiger Hinsicht. Das heißt nicht, dass wir jetzt digital jagen. Manche Kommentare haben ja gemeint, wir würden jetzt demnächst im Büro sitzen, einen Laptop aufbauen, so wie es in Texas mal vorgekommen ist und auf Knopfdruck von einem Schussautomat einen Schuss auslösen lassen und das Stück Wildfeld an der Körung um. Also davon sind wir Lichtjahre bei K&K entfernt. Wir jagen weiterhin traditionell, aber es gibt inzwischen aufgrund der technischen Weiterentwicklung Möglichkeiten, die eigenen Prozessabläufe zu vereinfachen und auf ein fehlerfreies Niveau zu stellen. Die WIMA gibt uns eine unheimlich schnelle Transparenz bezüglich der Streckenmeldung. Und wir haben auch relativ schnell, was die Reviere betrifft, eine Übersicht, welche Stände sind fängisch, wo kam Wild vor und welche Stände waren weniger fängisch. Also für uns ein absolut wertvolles Hilfsmittel, um unsere Jagden besser planen zu können. So, Christine, jetzt kannst du es scannen. Okay. Und dann gucke mal. Ah, Schwarzwild. Frischlingskeiler erlegt im Januar 2021, Gewicht 42,4 Kilo in Hessen. Ja, super. Normalerweise wäre es ja so, dass wir in den Monaten Dezember, Januar, Februar und März die Neuigkeiten auf den Messen kennengelernt hätten. Das fällt nun dieses Jahr komplett flach. Mal eine provokante Frage. Alleine die Messe in Dortmund, das wäre ja immerhin eine Woche gewesen, wo sich ca. 80.000 Leute in den Messehallen von Dortmund über die Neuigkeiten informiert hätten. Das ist ja nicht nur die Yachtbranche, die darunter leidet, sondern es sind ja halt einfach auch noch ganz andere Gewerke, wie zum Beispiel die Hotellerie oder auch die Gastronomie. Was bedeutet das eigentlich für so einen Jagdreiseveranstalter wie K&K? Mal abgesehen davon, dass nicht nur wir die Messesaison nicht erleben, was bedeutet das eigentlich für eine Stadt wie Dortmund, wenn eine Woche lang so ein Messe-Event ausfällt? Ja, wir werden jetzt heute am vierten Messetag in Dortmund. Sie würde bis Sonntag laufen und ungefähr 70.000 bis 80.000 Menschen würden sich hier in der Fußballhauptstadt wieder tummeln. Für uns als Firma K&K bedeutet es, wir müssen Wege finden als Firma, wie wir in den Dialog mit Ihnen, liebe Kunden, treten können. Die neuen Medien geben uns sicherlich viele, viele Möglichkeiten, dieses zu erreichen, was aber auch ein enormes Investment ist, trotz der Millionen von Krieghoff und anderen befreundeten Firmen. Wir müssen uns auch komplett umstellen. Für uns heißt das auch, wir müssen investieren. Wir müssen Gelder freischaufeln, um uns diesen neuen Gegebenheiten zu stellen und auch dadurch erreichen, dass unsere Kunden uns wie in der Vergangenheit fast zu jeder Tag- und Nachtzeit erreichen können und das schnell. Das ist sicherlich für uns als kleine Firma eine riesen Herausforderung und für so eine Fußballhauptstadt ist das natürlich ein Riesending. Es gibt hier zwei riesengroße Messen, das ist die Intertabak und die Messe Jagd und Hund, und die Jagd und Hund ist sicherlich die Top-Messe für Dortmund. Und sie reißt natürlich auch für die Stadt Riesenlöcher. Das Steueraufkommen für die Stadt liegt, glaube ich, bei 3 Millionen aus dem Messeaufkommen. Es hängen über 2.100 Arbeitsplätze an dieser Messe. Und die Kaufkrafteffekte für Dortmund, die liegen bei über 212 Millionen Euro. So, und wenn die Messegesellschaft keine Messen hat, die Kosten laufen ja auch weiter und die lieben Kollegen, die wir nun alle kennen, ich brauche hier nur hier rüber gucken, dann sehe ich das Messezentrum, die haben natürlich auch genauso zu kämpfen wie wir, weil wir da alle wieder in einem Boot sitzen. Das heißt also, diese gesamte Corona-Entwicklung und die Maßnahmen, die sind natürlich auch für eine Stadt Dortmund, die ja eh nicht auf Rosen gebettet ist, immens. Und das muss im Haushalt wieder verarbeitet werden. Ich bin nicht der Stadtkämmerer, aber das sind so die groben Zahlen, die ich im Kopf habe, was die Messen in Dortmund hier bewirken. Wir haben natürlich draußen auch viel Feedback bekommen. Einige da draußen, die schreiben natürlich auch ganz gerne mal rein, wir machen zu viel Werbung. Kai-Uwe, wie siehst denn du das eigentlich? Warum nutzen Hersteller und Partner zum Beispiel so einen Kanal wie K&K Premiumjagd, um auch ihre Produkte vorzustellen? Also wenn sich beschwert wird, dass wir zu viel Werbung machen, dann ist das eine subjektive Wahrnehmung.
Wenn Filme produziert werden, dann kostet das Geld. Und Filme müssen produziert werden, geschnitten werden, vertont werden und. Es wird Musik eingespielt, das sind alles Gebühren, die stattfinden. Ja, und wir sind inzwischen in einer Situation, wo unsere Zuschauerschaft zu einer reinen Konsumgesellschaft sich entwickelt hat. Das heißt, man will viel konsumieren, aber es darf aber nichts kosten. Das sieht man bei den Themen, wenn eine App entwickelt wird, die Geld kostet. Man sieht es bei anderen, wir haben ja auch Kollegen, die sich nur über einen Bezahlkanal finanzieren. Das ist eigentlich sehr clever. Und dann gibt es eben eine Plattform wie unseren YouTube-Kanal von K&K Premium Jagd, wo namhafte Industriepartner mit uns zusammenarbeiten und wir die Kosten dieser ganzen Filmproduktion gemeinsam tragen, weil wir nach wie vor ein offener Kanal sind und uns noch nicht dazu durchgerungen haben, in einen geschlossenen Kanal zu gehen. Wir könnten das sicherlich mit einigen Firmen. Wir stellen im Moment noch das, was wir produzieren, mit unseren Partnern zusammen kostenlos zur Verfügung. Ob wir das weiterhin so machen, das weiß ich noch nicht. Das wird jetzt die Zeit zeigen. Aber im Moment ist es noch so. So Leute, jetzt kommen wir nochmal zu den Millionen von Leica, Krieghoff und Co., die in diesen Kanal einfließen. Kai-Uwe, wir haben ja des Öfteren mal den ein oder anderen Kommentator auch in diesem Kanal dabei, der sich dann bemüßigt fühlt, uns dann so ein paar Dinge zu unterstellen. Wie gehen wir damit in Zukunft um? Also ich wiederhole mich da nochmal gerne. Wir haben jetzt im Moment gar keine andere Möglichkeit, als mit unseren werten Kunden und Interessenten in den Dialog zu treten, als über diesen Kanal. I'm from Namibia and I'm here in the Salzburg Messe, hohe Jagd- und Fischereimesse. It's a great place to be, lots of people to meet, lots of things to see, new ideas, new concepts coming out and lots of outfitters showing what they have. Diese Kontakte, die wir jetzt in 6 Tagen Messe gehabt hätten, die entfallen. Die Messe fällt aus. Das heißt, wir nutzen hier die Möglichkeit, über unseren Kanal mit Ihnen in den Dialog zu kommen und Sie über Messeneuheiten oder bekannte Reviere oder Veränderungen zu informieren. Kritik ist ja auch angebracht, weil ich immer sage, es gibt ja nichts Schöneres als Kritik, weil wir uns daran reiben und sehen können, wie sieht es unsere Zuschauerschaft und können wir die Dinge dann ändern, können wir uns verbessern. Ich sehe Kritik ja gar nicht als was Negatives. Wir sind nicht wie andere, dass wir keine Kommentare zulassen. Selbst wenn da jemand steht, Knallbaum 93 oder der Repetierer-Freund, weiß ja keiner, wer dahinter steht. Wir sind aber so, dass wir ja mit Ross und Reiter, mit Namen und Gesichtern uns diesen Dialogen oder den Kritiken stellen und die auch beantworten, coram publicum. Es gibt echt gute Fachkommentatoren oder sage ich mal Zuschauer, die sich fachlich mit uns reiben. Aber sie ist nach oben gewechselt. Im Positiven, ja. Wir haben ja sehr, sehr viele Schnittmengen. Wir schätzen das sehr und wir wollen auch den Kanal weiterhin offen lassen für Kommentare fachlicher Art und wollen die Kommentarfunktion nicht killen. Wenn man sich jetzt im Internet darüber freut, dass eine Jägerin auf einem Hochsitz auf tragische Weise in Meerbusch verunglückt ist, dann berührt uns das sehr, wie immer das passiert ist. Aber wenn es darüber dann Häme gibt und das Leute sind, die sich nicht mit Namen nennen, sondern nur mit einem Synonym, dann verachte ich das. Ja, weil ich einfach sage, sie sollen sich doch einfach mal outen. Weil es gibt ja nichts Einfacheres, als im Internet mit irgendeinem Spitznamen sich zu äußern und zu sagen, es weiß keiner, wer ich bin und wir haben keine Lust und Laune, eine IP-Adresse zu verfolgen. Aber wenn es aus dem Ruder läuft, dann schreiten wir ein und sperren eventuell denjenigen. So, nu Butter bei die Fische. Das war es auch schon wieder gewesen mit unserem kleinen Ausflug zur Abschlussveranstaltung für die Drückjagdsaison 2020-21 bei K&K Premium Jagd. Okay. Wir haben hier vorne haben wir Schweiß gefunden, aber Ismael hat zu mir gesagt, du bleib mal lieber draußen. Jetzt warten wir mal. Das war ja ein verrücktes Jahr. Ich hoffe natürlich, ihr habt auch Verständnis, dass wir mal hier ein Statement abgegeben haben zur augenblicklichen Situation in der Jagdbranche, zur augenblicklichen Situation bei uns selber auch. Ich hoffe natürlich, auch dieser Film gefällt euch, auch wenn diesmal vielleicht jagdlich nicht ganz so viel in den Kasten gekommen ist. Nichtsdestotrotz hat es uns viel Spaß gemacht und an dieser Stelle geht nochmal ein Dank an alle Beteiligten raus und natürlich auch an Kai-Uwe Kühl, der auf der anderen Seite des Internets in Dortmund in der Fußballhauptstadt unsere Fragen beantwortet hat. Danke, danke, danke Kai-Uwe, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und am Ende dieses Videos geht jetzt natürlich unsere Frage an euch raus. Wie soll das in Zukunft weiterlaufen? Soll das ein Abo-Modell werden oder möchtet ihr K&K Premium Jagd auf YouTube weiterhin frei verfügbar anschauen? Das würde uns mal interessieren. Schreibt es hier unten in die Kommentarleiste rein. Wir freuen uns auf euer Feedback.